So, ich bin wieder drin. 2 zu 0 für SG. Und das Team hat frühzeitig gekauft. Ich hoffe, das machst du nicht nochmal, mein liebes Internet. Da bin ich sehr schnell verärgert, wenn während des Casts mein Internet entscheidet, keine Lust mehr zu haben. So, wir sind wieder im Spiel. 40 Sekunden auf der Uhr. 4 gegen 4 die Situation. Ubique muss jetzt hier ein bisschen was regeln, ansonsten brechen die Jungs da durch. Und genau das tut er auch. Blade. Letzter verbleibender Michael. Michael kann den Frag nicht richtig setzen, aber die anderen auch nicht. Gemetzel, Gemetzel, 1 zu 2. Erste Runde für Dart, der Early Buy hat sich ausgezahlt. Delpan führt sein Team da an, Richtung B, in dieser Eco. Flamey steht da unten, wartet darauf, dass es gleich losgeht. Worldedit schaut, dass er ihm den Rücken deckt. Flamey, Nummer 2. Worldedit. Bombe kann gelegt werden. Letzter Verbleibender ist Rocke und auch der geht down 2 zu 2, aber gelegte Bombe sollte bedeuten, dass es reicht. 800, 2700 müsste es jetzt geben. Alle über 4000 damit. AWP bei Delpan. Hat einen guten Spawn gehabt. Kann er daraus peeken? Ubique traut sich nicht so richtig. Delpan verschießt. Bondig steht da ein bisschen auf verlorenem Posten. Entscheidet sich zu pushen. Gute Entscheidung. Jetzt wird er von Michael rausgenommen. Drei Mann nur noch am Leben. Bei Dat. Hocke. Und das ist so gut wie durch hier. Blade macht sich aus dem Staub und auch Ubique wird wahrscheinlich jetzt abbiegen Richtung Kistengang. Er hat sich entschieden, hier nochmal zu kämpfen. Und Blade bringt sein AWP auf jeden Fall. Er versucht es in Sicherheit zu bringen. Schütten ist auf der Suche schon nach ihm. Und er hat ihn gefunden, er hat ihn gefunden. 3 zu 2. Ziemlich offensiv. Vielleicht für die eine oder andere Überraschung gut. Delpan. Well did it. Und Bondig auch. Jetzt haben sie hier den Spot ganz gut unter Kontrolle wieder. Bombe liegt auch offen. Schütten. Sollte es gewesen sein für diese Runde. Schütte noch mit einem.
Und das mit der dritten Runde. 3 zu 3. Dick ist offensiv gepusht, hat schön das MTW frei gemacht. Blade setzt noch einen nach, Emilio hat die Bombe aber legen können. Letzter Verbleibender ist Michael im Kissengang. Ja, ich bin jetzt nicht sicher, ob, wie ich Ubique aussprechen soll, weil das gerade im Chat aufkommt. Ich hätte es mal aus dem Lateinischen ausgesprochen. Ubique ist ein lateinisches Wort. Deswegen habe ich es einfach so gemacht. Ich kann mich ja bei Gelegenheit mal schauen, wenn wir von DAT in Zukunft öfter sehen, was sehen. Dann versuche ich mal die offizielle Aussprache rauszukriegen. Delpan gegen Bondic. Nochmal Delpan. Und jetzt bricht die CD-Deckung in sich zusammen von DAT. Lami, Flamey, wie auch immer. Und in dem Moment, wo ich sie ausgesprochen habe, geht die Deckung auch wieder auf. Delpan, letzter Verbleibender. Ne? 55 Sekunden. Zeit ist noch genug da, um zu taktieren. Und DAT macht hier keine Anstalten, ihm reinzulaufen. Ubique ist der Einzige, der von hinten kommt. Und Delpan ist unterwegs Richtung B. Flamey hat ihn gehört und lässt ihn nicht legen. 5 zu 3. Haben die Runde nochmal rumgerissen. Vor allen Dingen Flamey und Ubiquity hier gemeinsam. Ich glaube, es waren 2 gegen 4, die sie noch gerettet haben. Schnell raus, Blade stand auf offenem Feld, hatte keine Rückzugsmöglichkeit. Und World Edit hat verstanden, dass es Richtung B geht. Flamey. Viele Hits gemacht, aber kriegt keinen Tod. Da wäre noch Schuss in der M4, glaube ich. Scheint sich aber zu pushen. World Edit, Munition leer. Und 6 zu 3. Aber wieder die Bombe gelegt. Und das bedeutet, dass ESG jetzt kaufen muss und kann. AWP werden wir mit Sicherheit sehen. Ich denke, Delpan wird sie wieder spielen. Jawohl. Versuch von ESG wenigstens den Quergang vor B ordentlich unter Kontrolle zu haben. Delpan hat am Kistengang geschaut, ob er vielleicht jemanden rausnehmen kann. Und jetzt geht es doch auf B rauf. Flamey ist der Einzige, der da close steht. Kriegt ein paar Hits. Und World Edit von hinten. Klassische AWP-Pose an der Grundlinie. Okay, mit 2 Frags. World Edit.
Gute, wichtige Smoke. Da kommt von hinten Ubique, der macht hier den Quergang sauber. Letzter verbleibender ist Emilio. Und er macht es gegen Ubique. 6:4. Und jede Runde auf Train zählt ganz gewaltig. Wenn man Terror ist. SG baut wieder Richtung B vielleicht auf. Sieht zumindest ein bisschen so aus für mich. Dort steht Flamey. Alleine, ähnliches Szenario wie eben. Wolderdit ist schnell dabei, wenn es drauf ankommt. Und Bondig hat den Trade gemacht gegen Delpan. Der hat versucht, alleine Popdog rauszugehen. Jetzt geht's auf B. Flamey hat eine wichtige Schlüsselposition. Kann zwei Mann machen, drei Mann. Schön geschossen, gutes Frag Control. Gerade der letzte Frag, 7:4. Schneller go auf B. Rocke, der erste, der raus ist. Emilio kann den Retrack machen gegen Flamey. Soldadit zielt sicher mit der AWP. Und auch Michael konnte sich nicht verstecken. 8:4. Bisher sieht es nach einer typischen ersten Hälfte auf Train aus. Vier Runden sind definitiv schon mal gar nicht so schlecht. Vielleicht noch ein, zwei Runden mehr, dann kann man hier schon was draus machen. Aus Sicht von ESG. Dat möchte natürlich hier das Ganze so gering wie möglich halten. Aber es sieht danach aus, als ob sie sich auf jeden Fall noch eine Runde gönnen. Ubique von der Grundlinie, da ist nicht mehr viel zu machen. Alles weggesmoked. World Edit. Schöner Shot gegen Rocke. Michael springt ihm ins Gesicht. 8:5. Die Smoke hat es ein bisschen angetan, die da vor den Kissengang fliegt. Finde ich eigentlich ziemlich cool, weil die rasch schaublich ist. Bondig heilt das MTW. Rock hat ihn über den Haufen gerannt. Mein Gott. Und die Smokes von ESG funktionieren hervorragend. World Edit hat da echt noch einen Fuß gefunden. Ich glaub's ja. Und so fällt die Runde hier ein bisschen in Richtung Dat. Delpan. Schön gespielt von Delpan. Nochmal die Nate. Delpan! Ohne Zoom in den Kopf, ich glaub's ja nicht. Krasse Runde von Delpan. Auch die Granate und die. Die Granate und die Glock-Aktion da in die Smoke gerannt. Wirklich, wirklich gut gespielt. Hat sofort damit gerechnet, dass da jemand für den Diffuse geht. Und dann mit so einem wunderschönen 180 Grad ABP Headshot ohne Zoom. Nochmal die ganze Sache beendet.
Blade hat sich durchgewieselt, kann zwei Mann mitnehmen und Schütten ist auch low. Wäre noch ein Schuss gewesen, wenn er wüsste, dass Schütten nur noch 9 AP hat. Drei gegen zwei. Well dead it. Michael, der sich da ein bisschen offensiv gezeigt hat. Aber jetzt ziehen sie sich scheinbar zurück oder wartet er nur auf der auf World Edit, der vom Switch kommt? Die Bombe piept aber schon recht ordentlich. Weiß nicht, ob man da noch angehen kann. Blade hat keine Ahnung, dass da rechts neben ihm das Schütten sitzt. Gut gemoved vom Schweden. Aber 8 zu 7 ist nicht gerade wenig. ESG hat eine gute Arbeit geleistet als T. Ist auch ihre Map-Wahl, soweit ich weiß. Und man sieht es daran, schön gespielt. Haben diese doch ziemlich T-lastige Map, CT-lastige Map, ganz gut aufgebröselt. Vor allem die Smoke Richtung KG, die ist mir neu. Und jetzt warten wir darauf, was Dart sich überlegt hat. Haben ja mit Absicht Train drin gelassen, hätten sie rausvoten können. Also denke ich und hoffe ich, dass sie mal hier ein bisschen vorbereitet sind. Ansonsten sehe ich schwarz, dass sie hier mehr als 8 Runden holen. Ja, mehr als 7. Emilio ist auch schon fokussiert auf den kleinen Schlitz, ne? 45, 40 Sekunden. Ja, so viel zum Fokus. Hat genau in dem Moment weggesmoked. Aber die Smoke kommt noch rechtzeitig. Und Dart hat sich entschieden durchzupushen, hat die Flash gut gefressen. Molotov dahinter. Schönes Teamplay von den beiden Jungs. Jetzt kommt KG erst. Ubiquis ist raus. Und Bondic gewinnt gegen Emilio. Ubiquis hat sich an die Leiter gesetzt. Bondic. Schütten. Blade, letzter Verbleibender gegen 3. Die Hits kommen von links. Und da ist das 8 zu 8. Es sieht ein bisschen so aus, als ob wir auf die dritte Map zumarschieren. Ist natürlich noch zu früh, um darüber zu spekulieren eigentlich. Aber wenn man bedenkt, wie die Map aufgebaut ist und wie Ergebnisse hier aus der Vergangenheit sind, dann müsste man eigentlich davon ausgehen, dass ESG hier zumindest gute Chancen hat, die Map für sich zu entscheiden. Und auch Blade hat die Smoke offensichtlich drauf. Also bin ich einfach nur unwissend. Bondic hat direkt einen Headshot gegeben, aber es war dummerweise nur Glock. Raus. Die Bombe ist in der Mitte down und das hilft Dart natürlich nicht unbedingt. Emilio gegen Flyme und World Edit, letzter Verbleibender, hat so einen M4 erbeutet. Aber die ständigen Hits und der ständige Aim Punch machen es ihm natürlich nicht leicht. Neun zu acht. Und wir sehen den Ball bei Dart. Schöner Molotov unten für Popdog. Verhindert einen Rush ziemlich gut. Oder Incendiary. Incendiary. Jetzt bin ich mal gespannt. Die Russen sind so ein bisschen
Popdog-lastig am Aufbauen. Nehmen jetzt in Ruhe den Quergang ein. Emilio steht ganz offensiv. Den kriegen sie dann mit einer Flash wahrscheinlich nicht weg. Ohne Flash nicht weg. Oder vielleicht umso besser, wenn sie da vernünftig flashen. Hat sich jetzt entschieden, wegzugehen. ...40 Sekunden. Und wenn das hier genauso langsam spielt wie auf Nuke, dann dauert es vielleicht noch ein paar Sekunden, bis es losgeht. Schöner Molotow in die T-Mitte und Blade ist abgebrannt. Flamey. Immerhin aus dem KG raus. Jetzt sind wir hier nur beschäftigt mit Ablenken und das hat genug Zeit gebracht, dass der Rest von dort auf B gehen konnte. Michael. Und links ist Bondic. Und er wartet eigentlich nur auf seinen Moment, um zuzuschlagen. Wenn keiner auf dem Schirm hat. Oh, jetzt hat er ein bisschen überhastet geschossen. Michael macht ihm ein Ende, aber es ist zu spät. Autosniper, kannst du nur noch safen. Zu 9 Ausgleich. Die Early-Buy-Runde von DAT wieder aufgegangen. Wir erinnern uns an die CT-Seite. Auch da als CT den Early-Buy gewagt und es hat funktioniert. Bin gespannt, was mit der Autosniper ist. Die KG bahnt sich ein kleines Duell an, Bondic. Jetzt geht's KG raus. Smoke im Rücken. Jo, kriegt sofort den Aimpunch. Schütteln. Keine große Chance für ihn. Und jetzt kommt Michael mit seiner Autosniper. Und er muss natürlich alles entscheiden. Nummer 2 hat er. Immer noch 100 HP. Und die Jungs von DAT werden natürlich jetzt den Teufel tun und sich da irgendwo zeigen. Je größer die Distanz, desto schwieriger, desto gefährlicher. Also schön den Jungen mit der Sniper in den Nahkampf kommen lassen. Und gut gelöst von DAT. 10 zu 9. Vielleicht mal was Schnelleres. World Edit mit AWP. Aber ESG hat komplett aufgebaut über die CT-Mitte, über den Switch. Und Deltmann steht offensiv im Quergang. Headshot. Kommt er noch weg? 40 AP bei ihm, jawohl. Damit hat das Team offensichtlich gar nicht gerechnet. Emilio im KG offensiv gepusht. Hat Flamey ausschalten können. Hat damit Druck von A genommen. Und jetzt kommt die Smokes Richtung B und wir sehen, wie die Ameisen bewegen sich. Die Jungs von ESG Richtung B-Spot. Gute Gegenflash. Bondic war völlig blind oben. Letzter verbleibender Subique. Und auch der verabschiedet sich. 10 zu 10. Das war ordentlich von ESG. Jetzt warten wir darauf, dass dort ein bisschen was Interessanteres spielt. Jetzt geht es natürlich erstmal in die Eco.
Der einzige, der steht, ist Rocke und der hat auch gerade mal eine 20 Schuss im 4. Das heißt, das könnte auf jeden Fall dazu führen, dass Dart hier die Bombe legen kann, wenn sie denn durchbrechen. Michael hat schon vorsorglich ein bisschen verschoben. Jetzt geht's raus. Rocke. Zwei Mann hat er. Jetzt muss er auf Piste switchen. Oh, schöner Headshot. Macht seine Sache gut. Wenn er jetzt noch den Bombenleger killen kann, wurde gut gedeckt. Aufgabe erfüllt für Dart. Mehr wollten sie nicht. Bombe legen. Absolut wichtigste. Gleich steht es 11 zu 10 für ESG. Offensiver Push am KG. Late in the frag. Emilio, refrag. Smoken und zurückziehen. Ist ein bisschen gegen die Wand gelaufen, hat bestimmt wehgetan. Delban hat offensichtlich einen kleinen Spalt durch die Smoke gefunden. Und es ist, wir sehen es im Scoreboard, wie ausgeglichen die Sets sind. Es zeigt einfach, dass beide Teams hier. Weil er nicht verliert, gewinnt das Duell gegen Delpan, dass beide Teams hier sehr auf Teamplay ausgelegt sind. Kriegt mit, dass sie jetzt KG raus sind. Da ist ein Stück Smog, wo man durchgucken kann. Aber das kann sein, dass nur wir da durchgucken können. Sieht immer anders aus für jeden. Die Tatsache, dass... Okay, Schütten hat mit Predict Erfolg gehabt. Die Tatsache, dass er nicht geschossen hat, zeigt ganz deutlich, dass das für ihn sehr anders ausgesehen haben muss als für uns. Bombe liegt. Rocke ohne Erfolg. Schütten versucht vorzupreschen. Jetzt müssen sie langsam ran. Blade hat da immer noch den Kistengang unter Kontrolle. Unlösbare Aufgabe für Schütten. Schöner Headshot nochmal gegen Bondic. Und mit 40 AP muss er jetzt schauen, dass er schon noch ein bisschen Land gewinnt. Reicht. 11 zu 11. Es wird richtig, richtig knapp. Bei allem Gerede über CT-lastige Maps. Das Team macht das hier wirklich nicht schlecht. Jetzt bauen sie erstmal Richtung B auf. Quergang wird gleich eingenommen. Ja, sorry, ich habe ein kleines bisschen Kratzen im Hals. ...50 Sekunden auf der Uhr. Rocky ist der einzige, der wirklich close steht. Aber zwei Mann sind schon nachgeschoben. Emilio wartet darauf, dass er hinterher pushen kann. Aber wir sehen es, da oben steht Nummer 5, das ist Flamey. Und er wird ihn sicherlich gleich abfangen. Und Rocke wieselt auf dem Spot rum. Alles. Kein Track für Rocke. Der Push, da ist es Bondic. Der wird rausgenommen. War eigentlich ein schöner Moment, aber es hat nicht gereicht. World Dead wurde irgendwie gesehen, offensichtlich. Flamey.
Müsste Diffuser killen, der Diffuser lebt noch. Ubiquo hat nachgelegt. Ubiquo gegen 2 kann den Diffuser killen. Und die Bombe piept. Ubiquo hat die Runde. Das kann Emilio nicht mehr machen. 12 zu 11. Das Team. Die B-Ghosts sind immer wieder erfolgreich. Kriegen die Bombe eigentlich sogar in den Ekos immer gelegt. Und wir sind hier gerade so ein bisschen dabei, die CT-Lastigkeit von Train in Frage zu stellen. Emilio konnte im Popdog da nicht so viel machen. Ubiquo ist schnell gepusht. Das Team ist auf B. Und wir sehen auch hier wieder 2 UMP. Also, die Russen haben scheinbar die UMP ins Herz geschlossen. Glaube ich, das einzige Team, was ich kenne, was diese Waffe regelmäßig gegen Echo spielt. Und er springt darum wie ein Wahnsinniger. 13 zu 11. Pause ist gecallt von Dart Team. Dart has TeamSpeak Problems ist die Anweisung, die wir bekommen haben. Back live. Okay, also es geht in wenigen Sekunden weiter. TeamSpeak DDoS. Für alle, die es nicht lesen können, weil vielleicht die Qualität zu schlecht ist. Some retard is poking us at TeamSpeak. Auch nicht schlecht. Oh Mann. Wenn man keinen geheimen privaten TeamSpeak hat. That pause. Es müsste jeden Moment weitergehen. So. Unpause. Auf geht's in die wenigen entscheidenden Runden hier. Wir erinnern uns. Das ist vorne 1 zu 0. 3 Runden müssen sie hier noch holen. Aus den 5 verbleibenden, nee, 6 verbleibenden. Und wenn ESG hier sich noch zurückkämpfen kann, dann würde das bedeuten, dass wir eine dritte Map sehen und das ist, ich glaube, der Emirage. Sekunden. Zweimal ein Kistengang, einer T-Mitte, klassischer 2-1-2 Aufbau. Blade hat die Smoke in der Mitte mitbekommen und versucht lieber Richtung KG zu gehen. Emilio mit dem ersten, Emilio Blade. Der Elpan hat versucht mit der Piste. Bondig ist bis auf CD-Plateau. Ich bin nicht sicher, ob ihn jemand da mitbekommen hat. Bondig jetzt in alle Richtungen. Schöner Schuss gegen Rocke. Aber gegen 3 Verbleibende mit 9 Sekunden. Das kann er nicht mehr tun. Und damit ist es 13 zu 12.
Schöner Frag von Delpan. Die Eco Mitte raus, aber jetzt hat er natürlich das Sidekick gesegnet hier. Emilio muss es richten, 13 zu 13. Neue Möglichkeit. World Edit hat die AWP in der Hand. Und hat einen halbwegs vernünftigen Spawn. Der Spawn gut genug, um Mitte rauszugehen und Richtung KG zu zielen. Ich denke, er wird es versuchen. Keiner hat den anderen getroffen. Delpan war da noch. Natürlich wäre der Frag für Dart deutlich wichtiger gewesen. Emilio haben wir dort auch schon öfter gesehen. Unten im Pop-Dog. Das Scoreboard ist so knapp, wie es nur sein könnte. Es zeigt einfach, wie diese beiden Teams hier auf einer Augenhöhe sind auf Train. Blade steht noch am T-Spawn. Smoke wird vorbereitet. Mal gespannt, wo die hinfliegt. Wir werden es gleich erfahren. Die wird natürlich nur zum Faken da sein. Ich vermute, sie wird helfen. Genau, das ist wieder die zwischen KG und Mitte. Und das wird für Flamey gedacht sein, dass der versuchen kann, Richtung CT-Base durchzubrechen. Währenddessen geht es auf B. Ich bleib mal lieber... Ich muss gleich überspringen. Flamey hat den Erfolg. Und das könnte aufgehen, weil dadurch, dass Flamey die ganze Zeit hinten im Rücken sitzt, jetzt ist auch der Backstep von Emilio abgefangen worden. Und Flamey ist genau der, der die Runde hier kippt. Delpan zoomt mal wieder nicht. Und 14 zu 13 und es wird schon wieder Pause gecallt. Meine Güte, können wir nicht einfach mal ein paar Runden in Folge sehen? Offensichtlich. Nicht. Keine Infos habe ich. Ich habe keine Infos zur Pause. Wirklich? Och Leute, nicht euer Ernst jetzt. Man beachte das hier. Es kann nicht euer Ernst sein. Wenn ihr mir dieses Spiel jetzt hier kaputt macht. Steht 14 zu 13 und irgendein armes Würstchen will offensichtlich seine Wette nicht verlieren. Wir bereiten uns vor darauf, dass es hier gleich weitergeht. Hoffentlich etwas länger. Anpost wurde schon gecallt. Fehlt nur noch die Bestätigung von Dart. Was ist los mit den Russen? Eingeschlafen? So, jetzt aber. Wir haben 14 zu 13. Und wir haben ESG mit einem... man muss es eigentlich Forcebein nennen. Aber es ist eigentlich genug vorhanden, um zumindest die wichtigsten Dinge hier abzudecken.
Und Dart hat 1 Minute 20 Zeit, um diese Runde hier für sich zu entscheiden und sich zumindest die Overtime schon mal sicher zu machen. Und die ESG muss zittern und muss hier unbedingt gegenhalten. Sekunden. Wieder der Fake von Flamey. Wird es der gleiche Versuch nochmal? Kann Delpan nicht direkt ausschalten. Gelegenheit wäre da gewesen, aber es war ein bisschen Smoke dazwischen. Und da ist Flamey. Delpan ist hin. Emilio scheint auch nicht nachzusetzen. Rorke hat nicht mitbekommen, dass ihm jemand aufs Dach gehüpft ist. Michael. Ich glaube, sie haben ihn nicht auf dem Schirm und Michael kann Blade ausschalten. Und Flamey hat das natürlich die oberste Aufgabe hier irgendwie noch zu verhindern. Und Flamey ist angesagt. Aber Emilio nicht. Emilio kriegt den Frag nicht. Flamey holt ihn sich. 15 zu 13, ich glaub's ja nicht. Oh mein Gott, Emilio hat alles in der Hand und Flamey dreht sich um und gibt ihm direkt ins Gesicht. Und das ist auf jeden Fall ein Cheat Flame. ESG ist nicht einverstanden damit. ESG ist nicht zufrieden. Jetzt sind die Flames groß. Wenn ein gestandenes Team wie ESG solche Flames rausholt. Dann müssen sie wirklich, wirklich mad sein. Und trotzdem holen sie das Ganze hier irgendwie vielleicht. Rocky geht zurück. Schön gemacht von Rocke. Und jetzt holen sie sich die Runde. 15 zu 14. Letzter Versuch für Dart. Ansonsten geht es vielleicht in die Overtime. Letzte Runde, Flamey. Das war nur ein Duell durch die Smoke. So oder so ist es die letzte Runde. Entweder es geht in die Overtime und ESG holt sich die Gelegenheit hier zurück, vielleicht nochmal auszugleichen. Oder Dart macht die Sache dicht und qualifiziert sich. Sekunden. World Edit mit der Diegel. Sind KG raus. 30 Sekunden. Und Emilio entscheidet sich hier gegen zu pushen. Und der hat jetzt hier gleich die Möglichkeit, von hinten ranzugehen. World Edit hat aufgepasst. Hat ihn gehört. Hat sich umgedreht. Michael. Michael und Rock gegen 4. Michael gegen 3. Rock kommt aus dem Switch. Rocke. Und Michael hat Schwierigkeiten, hier die Hits zu setzen. Rocke, 2 gegen 2. Bombe piept. Zeit ist noch ein bisschen da, aber es muss jetzt bald passieren. Rocke kann den Frag machen gegen Blade. Und Ubiquat hat nur eine Piste. Bombe wird defused. Kann er den Diffuser killen?
Michael ist durch, 15 zu 15. Oh mein Gott. Overtime. Wir werden eine Overtime sehen. MR5. 10.000 Start Money. Glaube ich. Auf jeden Fall MR5. Ein Nailbiter von einem Match. Ja, ich glaube auch 16k würde auch mehr Sinn machen bei MR5. Worauf wird gewartet? Emilio hat unready geschrieben. Bin nicht ganz sicher, worauf jetzt gewartet wird. Vielleicht hat irgendjemand bei ESG noch was zu erledigen. Nervöse Blase oder ähnliches. Wann sieht man sowas mal? Wir können mal ins Scoreboard gucken. Das erste, was auffällt, ist, wie dicht die Spieler beieinander sind. Und dann fällt mir auf, dass 8 zu 7, 7 zu 8. Das waren die Spielstände der Halbzeiten. Und das sieht man auf Train nur wirklich nicht oft. Ich bekomme auch keine Infos, warum es nicht weitergeht. Deswegen können wir jetzt einfach nur hier sitzen und warten und auf den Nägeln kauen. Ich glaube nicht, dass es der E-Bot ist. ESG hat schlichtweg noch nicht ready geschrieben. Type ready. Der Menge an Vinegar, die hier von ESG ausgeschüttet wurde, kann ich mir vorstellen, dass jetzt hier irgendwelche dass sie es irgendwie mit Absicht machen. Ich will es hier nicht unterstellen, aber ich könnte es mir vorstellen. Die ewigen Dattwitze werden auch niemals aufhören, glaube ich, solange dieses Team existiert.
Siehst du, da ist nämlich das Ready. Also war es gar kein Problem. ESG hat schlichtweg nicht ready geschrieben. 16.000 Start Money. MR5, also 5 Runden auf jeder Halbzeit. Wer 6 Runden holt, gewinnt das Ding hier. Und wir sehen Autosniper bei Michael, Delpan mit AWP, Emilio, Popdog direkt draufgegangen. Extrem schneller Push von Dart. Schütten. Rocke und Delpan und jetzt fällt auch der letzte. 1:0 für Team ESG. Adet ist unterwegs Richtung Mitte, wird sicherlich das Duell mit Delpan suchen, aber da ist niemand. Auch das haben wir öfter gesehen, Emilio direkt einen Molotow in den Popdog und dann offensiv decken. Flashes vor KG, ich weiß nicht genau. Delpan flasht da mal gegen, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und Schütten ist offensiv in der T-Mitte. Damit rechnet, glaube ich, keiner. Blade hat ihn auch nicht gesehen. 35 Sekunden. Und Blade hat nichts in der Hand und Schütten lässt ihn durchlaufen. Delpan aus dem KG. Schön gemacht von Delpan. Und jetzt kommt der Go auf B, aber das ist natürlich zu zweit. Was soll da passieren? Kein Problem für Rocke. 17 zu 15, 2 zu 0 für ESG. Emilio macht konsequent jede Runde den Molotow da rein. Und wir können aber auch ins Equipment gucken bei ESG. Da haben 5 Mann Incendiary. Fehlergedächtnis lässt mich das immer wieder falsch aussprechen. Sekunden. Delpan hat einen Hit abbekommen. Emilio entscheidet sich, da mal hochzuschauen. Und Flamey hat ihn noch abgezielt. Rocky ist ordentlich blind und lässt alle durchlaufen. Rocke steht da noch offensiv. Gut gemacht von Rocke. Ein bisschen Glück gehabt, dass die Jungs von Dart nicht rechts durch die Smoke gepusht sind, sondern links geblieben sind. Drei zu null mittlerweile in der Overtime. Delpan ihn überhüpfen sehen, ich glaube ja. Spätestens die Granaten verwechseln. Natürlich unverwechselbar.
Delpan zieht nochmal rum gegen Flamey. Und jetzt geht's rauf auf den kleinen Rocke. Rocke. Einer. Dabei bleibt's. Und World Edit hat den kleinsten Spalt gefunden. Sie gehen auch nicht ernsthaft nochmal rauf. Emilio, schön geschossen. Und Bondic. Eine Minute noch. Bondic muss sich jetzt gegen drei Mann, gegen zwei Mann durchsetzen. 45 Sekunden. Bombe liegt äußerst ungünstig für ihn. Und wir sehen es hier. Schütten ist auch auf dem Weg. Popdog. Oben. Und dann Quergang. Schütten hat gut aufgepasst. 4:0 für ESG.